Die Bertelsmann Stiftung steht seit ihrer Gründung 1977 für eine Institution, die gesellschaftliche Trends und Probleme aufdeckt und nachhaltige Lösungen entwickelt. Reinhard Mohn war überzeugt, dass Eigentum mit gesellschaftlicher Verantwortung verbunden sein muss. Ich glaube, dass man als Unternehmer und so wie die Verfassung sagt, mit Hilfe von Eigentum auch verpflichtet ist gegenüber der Gesellschaft. In der Firma Bertelsmann Mohn war es eigentlich schon immer der Gedanke, sich für die Gesellschaft zu verantworten. Und das ist gerade auch hier in der Stiftung natürlich unheimlich gut möglich. Wir müssen den Mensch als Mensch einfach beachten, erkennen und da versuchen, in der Vielseitigkeit der Kulturen dann die Wege für eine friedliche Zukunft zu finden. Gesellschaftliche Veränderungen analysieren und erkennen, wo Lösungen gefunden und Konzepte erarbeitet werden müssen. Seit nunmehr vielen Jahrzehnten findet die Arbeit der Stiftung Gehör, fördert den Menschen und stärkt die Gesellschaft. Bei der Feier zum Relaunch im Dezember sieht man die Begeisterung. Nicht lamentieren über das, was in unserem Lande unvollkommen ist, sondern anpacken und die Dinge besser machen. Darum ging es Reinhard Mohn, als er die Stiftung ins Leben gerufen hat. Diese Idee hatte in 4 Jahrzehnten nichts von ihrer Kraft eingebüßt. Im Gegenteil, die Bertelsmann Stiftung ist zu einem Inbegriff von bürgerschaftlichem Engagement geworden, und zwar längst über die Grenzen unseres Landes hinaus. Die Bertelsmann Stiftung arbeitet weltweit. Dabei wird auch Wissen nach Deutschland geholt, der Idee von Reinhard Mohn folgend, von der Welt lernen. 60 Projekte gibt es aktuell, der Jahresetat 70 Millionen Euro. 6 Wirkungsfelder stehen im Fokus. Bildung verbessern. Das Ziel der Stiftung, gleiche Bildungschancen für alle, unabhängig von Wohnort und Herkunft. Durch Projekte der Stiftung im Bereich frühkindliche Bildung wird die Qualität von Kitas verbessert. Im Fokus steht auch der Hochschulbereich. Die Stiftung engagiert sich seit über 20 Jahren als Gesellschafterin im CHE, Zentrum für Hochschulentwicklung. Gesundheit aktivieren. Eines der Projekte der Bertelsmann Stiftung im Bereich Gesundheit, das Portal Weiße Liste. Ziel, die Stärkung der Selbstverantwortung des Patienten. Hier wird informiert und Transparenz geschaffen. Demokratie gestalten. Bürger wollen heute zunehmend an Politik beteiligt werden. In den Bürgerdialogen zeigt die Bertelsmann Stiftung konkret, wie eine neue Beteiligungskultur aussehen kann. Wirtschaft stärken. International ist die Stiftung im Bereich Wirtschaft aktiv. In Barcelona bekämpft die Fundación Bertelsmann erfolgreich die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Von Washington aus fördert die Bertelsmann Foundation die transatlantischen Beziehungen. In der ausgegründeten Founders Foundation werden innovative Start-up-Gründer ausgebildet. Gesellschaft entwickeln. Mit dem Projekt Jung bewegt, dein Einsatz zählt, schafft es die Stiftung, Jugendliche zu aktivieren. Sie bekommen die Chance, sich einzubringen und tragen so ihren Teil zur Entwicklung der Gesellschaft bei. Kultur leben. Im Bereich Kultur konzentrieren sich die Projekte auf Chancengerechtigkeit, Toleranz und Karriereentwicklung. Neue Stimmen gibt jungen Gesangstalenten die Chance, ihren Traum von einer Opernkarriere zu verwirklichen.
Wie gehen wir in Zukunft um mit wachsendem Populismus, zunehmender sozialer Ungleichheit, den Herausforderungen des demografischen Wandels, den Einflüssen der Globalisierung? Und wie finden wir einen erfolgreichen Umgang mit der Digitalisierung unserer Welt? Der Vorstand der Stiftung und die 380 Mitarbeiter gehen weiter ihren Weg. Mit Engagement und Weitblick werden sie auch künftig Lösungen für gesellschaftliche Probleme entwickeln. Gäbe es die Bertelsmann-Stiftung nicht, wir müssten sie dringend erfinden.